Hi, ich begrüße dich zurück auf meinem Kanal. Du siehst mich heute schon wieder vor dem Orinoco 900 stehen und das hat auch seinen Grund, wenn du das letzte Video gesehen hast, wo ich über die Technik und die Pflanzen gesprochen habe, ist dir vielleicht aufgefallen, dass ich es versäumt habe, über den Filtersumpf zu sprechen, beziehungsweise über die Kammern. Ich bin dann irgendwie von der Heizung direkt weggekommen zur CO2-Anlage und dann nicht wieder zurück. Und deswegen wollte ich auf jeden Fall heute dir die Kammern nochmal zeigen, einfach weil dich das vielleicht genauso interessiert und auch über die Lampen wollte ich jetzt noch mal was erzählen. Und zwar habe ich da auch vergessen zu erwähnen, wie die Beleuchtungsdauer eigentlich eingestellt ist. Und zwar läuft das so ab, dass die Matrix um 8.30 Uhr angeht morgens. Und zwar fährt die dann langsam hoch, simuliert sozusagen den Sonnenaufgang für eine halbe Stunde, sodass dann um 9 Uhr in etwa die normale Leistung vorhanden ist. Und dann geht das Ganze bis 18 Uhr und fährt dann langsam wieder runter, simuliert dann den Sonnenuntergang, sodass dann um 18.30 Uhr die Beleuchtung ausgeht. In dem Moment schaltet es dann um, also die geht nicht hundertprozentig aus, sondern es ist dann noch so ein bisschen eine Nachtbeleuchtung für eine halbe Stunde an. Das sind dann ein paar blaue LEDs, die dann noch für eine eine halbe Stunde leuchten, bevor die dann auch ausgehen und die Beleuchtung dann einfach vollständig aus ist und es dann eben am nächsten Morgen wieder genauso weitergeht. Und das war mir wichtig, das jetzt auf jeden Fall noch nachzuliefern, dass du das auch weißt. Und jetzt will ich nochmal mit dir runtergehen in den Filtersumpf und dann gucken wir uns die Kammern nochmal eben an. So, dann mache ich erstmal Licht und nimm mal die Türen weg. Und die Abdeckung von dem Kammersystem, vom Filtersumpf. Okay. So, und dann hole ich dich mal ein bisschen näher ran und dann schauen wir nochmal genau rein. So, alles klar. Also, dann nochmal zur kurzen Wiederholung. Wir haben hier also ein 90 cm langes Filterbecken und ich wollte dir jetzt mal konkret die Kammern zeigen. Also wir haben hier drei Stufen, wo in denen gefiltert wird, und dann ist in der Heizungsstufe nochmal Filterwatte eingelassen, und in der ersten Stufe befinden sich Biobälle. Ich kann dir das auch mal ganz, ganz konkret mal einen zeigen. So, da ist einer. Also ich kann dir jetzt nicht konkret sagen, welche Marke das ist, aber ich denke, dass die von verschiedenen Herstellern ja bekannt sind. Diese Biobälle, das sind die aus Kunststoff, die es schon seit ewigen Zeiten gibt. Und die kennt man. Das ist also eine schmale Kammer, in der die drin sind, hier vorne in der Kammer 1. Und daneben sind Schwammpatronen, die hole ich jetzt nicht raus. Das ist ein relativ grober Schwamm. Ich versuche mal dir auch das von oben zu zeigen. Also das sind drei Reihen und die nebeneinander angeordnet sind. Und mit jeweils vier von diesen Filterpatronen will ich sie jetzt mal nennen, die dann hier einen großen Teil der Arbeit leisten. Und in der dritten Stufe, da ist auch nochmal eine Art von Filterwatte drin. Und die zwei Bälle, die hier vorne drin liegen, die gehören hier eigentlich gar nicht rein. Sehe ich gerade. Jedenfalls wird das dann auch nochmal mit Watte gefiltert, bevor es dann in die Kammer geht mit der Heizspirale, über die ich ja ausführlich gesprochen hatte im letzten Video. Ja, okay, jedenfalls kommt das Wasser halt hier an und du siehst es ja auch selber schon, ne? Das geht durch die Kammern durch, läuft dann hier in der dritten Stufe über,
in die Heizungskammer und landet am Ende hier unten, fließt durch die Heizungskammer durch in die Rückförderkammer und da steht, hängt dann die DC Runner 3.3 drin von Aquamedic, die das Ganze dann wieder zurückfördert. Und eben diese Pumpe, die ist auch gesteuert über das mitgelieferte Steuermodul von Aquamedic und die läuft jetzt auf dieses System bezogen bei 61%. So, ich denke, ja, dass jetzt tatsächlich alle Infos enthalten sind zur Technik, zum Besatz, zu den Pflanzen, was hier das Orinoco 900 angeht. Und mir war es einfach wichtig, die Infos jetzt nochmal nachzuliefern, weil sie einfach gefehlt haben. Und ja, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Jetzt mal nur ein kurzes Video heute. Ich habe unheimlich viele Ideen im Kopf gerade. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, was als nächstes kommt, aber es wird auf jeden Fall weitergehen. Und ich würde mich freuen, wenn du dann auch wieder dabei bist und sag ciao, bis zum nächsten Mal.